einen morgendlichen Gruß von Lars. Moin. Und von mir. Es ist Sonnenaufgang und wir sind mitten in Oerlinghausen. Oerlinghausen liegt zwischen Bielefeld und Detmold am Teutoburger Wald. Und das Schöne ist hier in Oerlinghausen, hier gibt es eine Himmelstreppe. Also hier kann man von mitten vom Ort aus hinauf in den Tönsberg. Und das ist heute unser Ziel. Naja, das sind jetzt 250 Stufen. Hurra! Yippie! Nee, das war noch nicht alles. Hat man die Himmelsleiter bezwungen, steht man vor den Wahrzeichen von Oerlinghausen. Das ist die Kumsttonne. Kumst ist ein anderes Wort für Sauerkraut. Es ist unschwer zu erkennen, dass das früher mal eine Windmühle war. Sie wurde 1753 errichtet und knapp 100 Jahre später fiel ihre Flügel einen Sturm zum Opfer und sie wurde nicht wieder hergerichtet. Wenn ihr meine Videos verfolgt, dann wisst ihr, dass es in meiner Nachbargemeinde einen alten jüdischen Friedhof gibt. Ich habe euch den mal gezeigt und das ist ein sehr, sehr mystischer Ort. Und jetzt habe ich gelesen, dass es in Oerlinghausen auch einen alten historischen jüdischen Friedhof gibt. Und das wollen wir uns natürlich jetzt hier nicht entgehen lassen und uns heute mal anschauen. Ja, man kann das hier sehen, alte hebräische Inschriften. Auf diesem Friedhof gibt es hier auch eine Gedenktafel. Das ist für Soldaten, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben lassen mussten.
dieser Friedhof wird erstmalig 1761 erwähnt. Und aus diesem Jahr stammt auch das älteste Grab. Und insgesamt befinden sich auf diesem Friedhof 61 Gräber. Das ist wirklich ein sehr mystischer Ort. Und die letzte Beerdigung fand hier 1942 statt. Dieses Ehrenmal wurde 1930 errichtet. Es ist gewidmet dem Königsinfanterieregiment Nummer 145, auch bekannt als das 6. Lothringische. Allein aus diesem Regiment fielen im Ersten Weltkrieg über 3500 Soldaten. Einer der letzten überlebenden Offiziere dieses Regiments, das war der Dr. Kurt Ross. Und Dr. Kurt Ross hat hier 1978 eine sehr bewegende Ansprache gehalten. Teile seiner Rede sind hier ausgedruckt. Ich habe das natürlich abfotografiert, das könnt ihr gleich nachlesen. Und warum ich diese Rede so bedeutsam finde, ist, weil das von jemand ist, der weiß, vom was er spricht. Weil dieser Mann, der war dabei.
Ein Gedenkstein für Hermann Löns. Hermann Löns war ein Dichter aus dieser Gegend, der schon im Ersten Weltkrieg in den ersten Kriegsmonaten in Frankreich gefallen ist. Wir betreten jetzt das Sachsenlager. Das Sachsenlager ist eine riesige Ringwaldanlage. Wir stehen vor dem Nordtor und wenn man ganz genau hinschaut, kann man noch den Wall erkennen. Einmal hier und an der anderen Seite auch. Diese Toranlage wurde um 800 nach Christi erbaut. Die Siedlung selber, die wurde schon 400 vor Christi gegründet und ist damit einer der bedeutendsten Höhlensiedlungen im nördlichen Deutschland. Überreste einer alten frühchristlichen Saalkirche. Die Hünnenkapelle. Wann diese Kirche erbaut wurde, das weiß man nicht. Im 15. Jahrhundert gab es viele Wallfahrten hier hoch zu dieser Kapelle. Und das Originalkreuz, was dieser Kirche mal zierte, das kann man im Paderborner Dom bestaunen. Dort hinten scheint mir noch Überreste einer Wallanlage zu sein. Das kann man ganz gut erkennen. Übrigens gibt es in Oerlinghausen auch ein archäologisches Freilichtmuseum. Und ein archäologischer Wanderweg führt hier oben hoch. Der Lars und ich werden uns das nachher auch nochmal anschauen. Aber da können wir euch keine Bilder von zeigen, weil ihr wisst, naja, das Urheberrecht.
die Sachsenquelle. Mit dieser Quelle war die Wasserversorgung in der Wallburg gesichert. Das, was wir euch zeigen wollten, das haben wir gemacht. Man kann vielleicht noch erwähnen, dass es hier auf diesem archäologischen Wanderweg, dass es hier noch einige interessante Sachen gibt, die man nicht wirklich zeigen kann auf dem Weg. Ne? Ja, schwer zu erkennen dann. Ja, am besten ihr kommt selber mal hierher. Ich und Lars, wir machen uns jetzt noch auf den Weg, schauen uns jetzt noch das archäologische Freilichtmuseum an. Ja. Ja. Ja, und da können wir euch leider nicht mitnehmen. Wie schon gesagt, das Urheberrecht. Okay. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss. Das Archäologische Freilichtmuseum. Am 1. April ist Saisonbeginn. Mist! Tschüss!